Programm jetzt der Kampf um die WIBF, WBC und WBO Weltmeisterschaften im Federgewicht, angesetzt auf 10 Runden. Ich rufe in den Ring die Herausforderin aus Berlin, Ramona Kühne. Begrüßen Sie die WIBF, WBC, WBO Weltmeisterin im Federgewicht aus Mönchengladbach, Ina Menzer. After all you put me through, you think I despise you. But in the end, I want to thank you, because you made me that much stronger. Ich möchte Ihnen die Kontrahentinnen vorstellen. In der blauen Ecke, sie ist 29 Jahre alt, ihr offizielles Kampfgewicht 56,7 Kilogramm. Sie ist 1,70 Meter groß. Ihr Kampfrekord, 15 Kämpfe, 15 Siege, davon 4 durch K.O. In ihrer Ecke Jörg Hohmann, Olaf Schröder sowie ihr Trainer Stefan Bürstfleisch. Aus Berlin, Ramona Kühne. In der roten Ecke. Sie ist 29 Jahre alt und brachte beim gestrigen Wiegen 56,9 Kilogramm auf die Waage bei einer Größe von 1,65 Meter. Ihr Kampfrekord, 25 Kämpfe, 25 Siege, davon 9 durch K.O. In ihrer Ecke Arthur Gregorian, Volker Grill, Balu Sauer sowie ihr Trainer Michael Timm.
aus Mönchengladbach, die Weltmeisterin Ina Menzer. Ringrichter des Kampfes ist Daniel van de Wiele aus Belgien. Die Punktrichter: Esa Lehtosaari aus Finnland, Frank-Michael Maas aus Deutschland und Sergio Silvi aus Luxemburg. Meine Damen und Herren, bitte erheben Sie sich jetzt von Ihren Plätzen für die deutsche Nationalhymne. Herzlich willkommen also zur Premiere des Boxjahres 2010, gleich mit einer Dreifach-WM. Sie, die Gladbacherin Ina Menzer, ist Dreifach-Weltmeisterin und verteidigt heute Abend alle ihre drei Gürtel im Federgewicht gegen Ramona Kühne. Die Berlinerin, 29, wie Ina Menzer, ist ein Phänomen. Sie ist wie ihre Gegnerin noch ungeschlagen und sie war schon Weltmeisterin in drei Gewichtsklassen, das haben wir Ihnen gezeigt. Das hat vor ihr in Deutschland nur Regina Halmich geschafft. Mit vier Titeln in vier Gewichtsklassen wäre sie alleinige Rekordlerin. Das will Ina Menzer natürlich verhindern, unbedingt gegen die Bademeisterin aus Berlin, keinesfalls verlieren, um ihren makellosen Rekord nicht zu verspielen. Aber das wird schwer, ebenso schwer wie ihr letzter Kampf mit Esther Schauten, in dem sie sich ungewohnt schwache Momente leistete. Vierter Titel für Ramona Kühne wäre natürlich die Chance ihres Boxerlebens, um als Menzer-Bezwingerin groß rauszukommen. So ein Sieg würde sie geradezu ins Rampenlicht katapultieren. Andererseits hat sie nichts zu verlieren. Sie ist die Außenseiterin.